So, und damit recht herzlich willkommen zu Behind the Memories. Das spielen wir, Behind the Memory, das spielen wir heute im Stream, in meinem allerersten Stream sozusagen. Und ich bin mal sehr gespannt. Behind the Memory ist ein postapokalyptisches Spiel. Ich bin selber sehr, sehr gespannt und ich hoffe, mit dem Stream haut alles hin. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, rein ins wilde Vergnügen und wir gucken uns das mal an. Ein neues Spiel. Yes. I wish I could stay here forever. Right in this moment. Dad, we need to go back. They're waiting for us. Go ahead, yeah. I'll be there in a minute. Fine, but don't take too long. So, und rein ins wilde Vergnügen. Okay. Rennen können wir mit Shift, ansonsten die ganz normalen Tasten. Ich hoffe, mit dem Stream ist alles in Ordnung. Wir werden einfach mal gucken. Okay. Es sieht schon wirklich schön aus. It was always fun to come to the cabin in summer. The last time we were here, none of us wanted to leave. I remember Emma's face when she saw this place for the last time. I remember her face so well. Es war also immer ein großer Spaß, in diese Hütte hier im Wald zu kommen. Beim letzten Mal wollten alle gar nicht weg. So schön war es und Before Laura passed away, she promised Emma that one day we would have our own cabin. But some dreams don't come true, do they? Life isn't fair. Bevor Laura gestorben ist, hat sie Emma versprochen, dass sie irgendwann ihre eigene Hütte im Wald haben werden. Wie naiv das doch alles ist. Ich habe von dem Spiel im Übrigen auch noch keine echte Ahnung. Ich habe jetzt ein paar Minuten mal vorher angespielt, um mal alles so zu checken irgendwie. Das Spiel ist im Übrigen komplett auf Englisch oder auf Spanisch. Deswegen habe ich mich für Englisch entschieden und werde alles übersetzen. Also wir müssen E drücken zum Interagieren mit Objekten und mit H können wir noch mehr Objekte finden. What's wrong? There's nothing wrong. I just don't want to do it. Dad, it's a lake. Are you afraid of a lake? No. It's only that I don't like what I can't see. I can't see what's under the water. In other words, you're afraid of a lake. All right, I'm afraid of a lake. Gosh. You're even worse than Tom. Who's Tom? Nobody, just a friend. Oh. Yeah, some girls and I were thinking about going to his beach house this summer. You're not going. Wait, what? Look, you're 16 and I don't know that boy. I'm telling you that you're not going, Emma, and that's the end of it. That's not fair. You can tell me what to do. You're not my boyfriend. Okay, da gab es einen kleinen, ein bisschen Stress zwischen den beiden, also zwischen Vater und Tochter. Es ging eigentlich um dieses Bild hier. Er würde irgendetwas nicht tun. Was bleibt offen? Und sie sagt aber, dass sie mit ein paar Freundinnen zu einem Bekannten fahren möchte, zu dessen Strandhaus. Und Papa lässt das aber nicht zu.
Ihr könnt mir ja kurz vielleicht irgendwie rückmelden, ob mit dem Stream alles läuft. Ich bin noch etwas, ich weiß noch nicht so richtig. Wir werden sehen. Gebt mir einfach kurz Rückmeldung, ob ihr alles sehen könnt, alles hört, alles versteht. Ich bin für jede Mitarbeit dankbar. So, wir werden uns mal weiter umgucken hier. Alles klar. That family. They just wanted some help. But Christian realized, if he had let that child in, who knows how much time he would have survived. It was obvious he had fever. His brother and his parents were okay, but he could be infected. What else could it be? He did it for the group. He threatened them with the rifle. I was too scared. Sie haben ein Kind erschossen, das an einem Fieber litt. Christian hat es getan. Offenbar ein Bekannter der Familie, mit denen sie hier zusammen hier waren. Und tja. Laura spent weeks looking for the perfect birthday gift for Emma. Our little girl. She was turning 16 so fast. She always knew how to make her happy. I must say I wasn't so good at that. Actually, I was never good with women. Except for Laura. Everything was different with her. Ja, die liebe Mama hat Wochen damit verbracht, ein tolles Geschenk zu finden für Emma. Aber er selbst war nie so wirklich gut im Umgang mit Frauen. We didn't find out what had happened until a couple of days later. Coming with Christian and Sarah to the cabin was always an adventure. Tja, er weiß nicht, was passiert ist. Und gerade hängt sich das Spiel auf. Ja. Da haben wir wohl einen kleinen Bug entdeckt. Wie gut. We didn't find out what had happened until a couple of days later. Ah, Gott sei Dank. Coming with Christian and Sarah to the cabin was always an adventure. A time to relax. Tja, sie sind hier öfter zu dieser Hütte im Wald gekommen. Es wäre ihre Zeit zum Entspannen. Und er weiß aber nicht, was passiert ist. I never liked the idea of not having curtains. The sun woke me up every morning. We should have covered the windows with something. Maybe that's why they saw the light when Emma lit that fire. Stupid girl. Tja, er war nicht so ein Fan von Gardinen und deswegen hat er irgendwas davor gemacht, weil ihn die Sonne morgens immer geweckt hat. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er gesehen hat, dass Emma ein Feuer entzündet hat. Ein dummes Mädchen. Das sieht hier alles so ein bisschen aus, als wäre das alles schon Monate her. Was auch immer passiert ist. Also es ist noch nicht so ganz klar. Es ist auf jeden Fall ist irgendwie ja die Welt untergegangen. Und okay. Okay. Hier sind wir. 7 Kilometer entfernt von zu Hause. Okay. Irgendwas ist vorgefallen. Es sieht alles wahnsinnig verlassen aus. Boys and girls. Since Emma was born, it was clear to me that it would be a fantastic topic to become the evil and controlling father. Everything would have been so much easier with a boy. Sure, son. Go and fuck loads of girls. The more the better. What a rotten world. Okay, er sagt, bevor Emma geboren wurde, hat er immer gedacht, dass es mit einem Jungen einfach viel einfacher wäre. Sagst du einfach, ja, geh raus, fick so viele Mädchen, wie du möchtest. Und er bedauert diesen Gedanken, was für eine verkommene Welt. Who would steal the wheels of a car after the world's end? Wer würde also einen Autoreifen klauen, nachdem die Welt aufgehört hat zu existieren?
Gute Frage. Who would steal the wheels of a car after the world's end? Okay, wir können hier auch nicht reingucken. Alles klar. You're not real. You're not real. War das seine Tochter? Okay. Hängt das in der nächsten Cutscene irgendwie fest? Und das Geräusch ist nicht sehr freundlich, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ich tue gerade alles. Ich würde, also, das Spiel ist jetzt noch nicht lange draußen, also es ist jetzt seit November draußen und offenbar ist doch noch der ein oder andere Bug drin. Ich gehe jetzt einfach zurück zum letzten Speicherpunkt und yes. Das ist ein bisschen ein zu nerviges Geräusch, laut Game, ja. Dann gucken wir uns das lieber nochmal an. Also, boah, das ist richtig nervig. Ja, das ist jetzt seit 15. November raus, glaube ich, das Spiel. Also noch nicht, gar nicht so lange. Okay, ja, das haben wir jetzt alles schon gesehen. Und auch schon alles gehört. Boys and girls. Since Emma was born, it was clear to me that it would be a fantastic topic to become the evil and controlling father. Everything would have been so much easier with a boy. Sure, son. Go and fuck loads of girls. The more the better. What a rotten world. So. Ah, da steht ein Auto. Wo kommt das denn her? Okay, jetzt müssen wir das einfach nochmal triggern hier. Who would steal the wheels of a car after the world's end? Gut, dann gucken wir uns diese Cutscene einfach auch nochmal an. Und also so ganz fehlerfrei ist es offenbar noch nicht. Da wird wohl hier und da irgendwie was. You're not real. Okay. Who would steal the wheels of a car after the world's end? Wie, ich erschrecke mich schon wieder. So ein bisschen hat's mich durchzuckt. Ah! Okay. Wir kommen aber immer noch nicht rein in dieses Auto. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Also, ich muss sagen, es ist irgendwie ein echt schönes Spiel. Also so, optisch, sag ich mal. Gehen wir mal ins Licht. Here we found the first body, the child with fever. I imagine that they were hiding nearby until the fever killed him. The other ones were several miles down the mountain, and it was Christian's wife Sarah who saw them, or what the animals had left of them. The rest of us preferred not to look. Okay, hier haben sie den ersten Körper gefunden, ein Kind. Er dachte die ganze Zeit, es sei am Fieber gestorben. Es war aber nicht so ganz wahr, wie wir oben mitbekommen haben. Das Kind wurde erschossen. Und weiter unten wurde ein weiterer Körper gefunden. Oder was von dem Körper halt übrig war, nachdem die Tiere sich daran bedient hatten. Sarah hat ihn gefunden und der Rest wollte es gar nicht anschauen. Ja, okay. Damit ist dieses Kapitel.
Okay, 500 Meter. What a dump. It's hard to believe that once this was a nice place to live in. Nothing fancy, just nice. Ja, es war irgendwie... Fuck, how do I get in? Ich komm nicht dazwischen. Okay. Also ich fange mal von hinten an, hier kommen wir nicht durch, was für Ficker, sagt er. Und er meint, es war eigentlich ein ganz netter Ort zum Leben. Nicht besonders schick, aber ein schöner Ort zum Leben. Und tja, was ist davon übrig? Refugee Center. What were they thinking? You can't provide safety for a few rich snobs and expect the rest of the population to just patiently wait and die. It took 2 or 3 days until they collapsed when everyone wanted to get in. At least it got people out of the city. Okay, das hier war ein Aufnahmelager für Flüchtlinge. Wie dumm war es zu glauben, dass nur ein paar Reiche irgendwie das ganze Ding hier überleben können. Und nach 2, 3 Tagen wurde dieses Lager hier gestürmt und die Leute haben angefangen, die Stadt zu verlassen, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege. Eine merkwürdige Aktualität, das Ganze. Oh, okay. Das war offenbar mal ein Geschäft. Laura used to love the sweets from the shelf. Emma hated them. What kind of kid doesn't like sweets? Okay, also Sarah hat die Süßigkeiten hier aus dem Regal gemocht. Emma hat's gehasst. Er fragt sich, welches Kind nur Süßigkeiten hassen kann. I still remember the owner of this place. Lonely old man who didn't seem to like anyone. I guess the store was ransacked at the very beginning of the epidemic. Poor man. Tja, das Geschäft hier wurde geplündert. Geplündert, als die Epidemie angefangen hat. Das Geschäft hat mal einen alten Mann gehört, der anscheinend niemanden mochte. I doubt there's any money left inside. Not like it would be useful anyway. Okay, hier ist wohl kein Geld drinne. Wir könnten es auch echt nicht gebrauchen. Also so wie es hier aussieht, viel kaufen lässt sich hier wohl nicht mehr. Empty. Shit. Alles leer, aber ich sehe... This must open something. Einen Schlüssel. Hello? Look, I don't want any trouble. Just show yourself or go away. Ich finde, dass dieses Spiel hier eine unglaublich deprimierende Atmosphäre versprüht. Locked. Okay, hier kommen wir offenbar auch mit dem Schlüssel nicht rein. Eine, weil alles so grau ist und ja, schaut euch mal um. Das ist der Hammer. Haben wir noch was? Bekannter Schauspieler unter medizinischer Beobachtung wegen Fieber. Der berühmte Schauspieler und Regisseur Giacomo Golden wurde gesehen, wie er gestern um 5 Uhr nachmittags von seinem Bruder Victor ins San No Hospital gebracht wurde, das im Zentrum von Los Angeles liegt. Sein Agent sandte der Presse eine Erklärung über den aktuellen Zustand des Schauspielers zu. Demnach hatte Golden seit gestern hohes Fieber, was ihn dazu zwang, die Nacht über unter medizinischer Beobachtung zu bleiben. Es scheint so, als würde sich sein Zustand nicht verbessern. Außerdem gibt es andere Fälle in der Familie des Schauspielers, die auch die gleichen Symptome aufweisen wie er. Die Ärzte sind im Moment noch unsicher, was die Quelle dieser Symptome sein könnte und fragen sich, ob es etwas zu tun hat mit dem Tod von Goldens Freund, dem Sänger Peter Diez.
der letzte Woche Mittwoch verstorben ist. Okay. Es hängt also mit diesem Fieber zusammen. Okay, jetzt können wir hier rein. Also das Ganze hier ist ja auch, wird auch als Walking Simulator verkauft. Also, okay, hier ist verschlossen. Was ist mit unserer Tochter passiert? Wieso kommen wir hier rein? Ich sehe im Moment nichts. Was uns irgendwie helfen könnte. Okay. Okay, warum kommen wir hier rein? Obwohl hier offensichtlich nichts liegt. Okay. Bin gerade sehr, sehr überfragt. Ah, okay. Die geht einfach auf. Das ist ein bisschen komisch, nicht zu wissen, welche Tür man aufkriegt und welche nicht. Das, okay. Alles klar. Laura and I thought that living at number 12 would bring us luck. It was our special number after all. Sie dachten also, in der Nummer 12 zu wohnen, brächte ihnen Glück. Das ist die Nummer 6. Und hier kommen wir auch nicht rein. Okay, dann gehen wir mal Richtung Nummer 12. Dem Zuhause.